Tete Combo, yes, Angwe Combo, Dimeyawa, yes, Dimeyawa, Tete Combo, yes, Angwe Combo, Dialebewa, yes. Viel zu lange haben wir in Deutschland unsere Kolonialvergangenheit verharmlost, negiert und das koloniale Unrecht und die Kolonialverbrechen kleingeredet. Nur so ist es zu erklären, dass Straßennamen so lange geduldet wurden, die nach Repräsentanten und Profiteuren dieses Unrechtssystems benannt wurden. Dagegen hat eine wachsende Zahl von Menschen aus der afrikanischen und schwarzen Community und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen über viele Jahre hinweg protestiert. Die afrikanische Community protestiert seit Jahrzehnten. Sie haben sich dafür stark gemacht, dass sich die deutsche Gesellschaft endlich ihrer kolonialen Vergangenheit stellt. Die heutige Straßenumbenennung ist ein weiterer, großer, wichtiger Schritt der Dekolonisierung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kampf gegen das Vergessen und der Kampf gegen den Rassismus als eine der verheerendsten Folgen des Kolonialismus geht nur gemeinsam und mit vereinten Kräften. Es ist mir daher eine große Freude und eine große Ehre, zusammen mit seiner Exzellenz Victor Nnoki, dem Botschafter der Republik Kamerun, und seiner königlichen Hoheit Jean-Yves Mbubu Douala Bell, dem König der Douala, nun gemeinsam den neuen Namen für diesen Platz zu enthüllen. Und jetzt. Lakini makelema, meoni makelema, jatigi makelema, antigi makelema, baba enkelema, meoni makelema, horoe makelema, woyo. Amani, umoja, umoja. Meine Damen und Herren, es ist ein Freudetag. Seit 2004, als die namibische Community unterstützt von der tansanischen Community, Aktivistinnen, Studenten und Gesellschaften, haben wir einen Trauermarsch hier in Berlin gemacht. Und es war damals an der Wismannstraße, heute ist die Lutz-Lameck-Straße. Und dieser Trauermarsch, es war zu erinnern an unsere Vorfahren, die sehr, sehr brutal ermordet in der Vernichtungskrieg von 1904 bis 1908. Und es war damals in sogenannten Deutsch-Südwest-Afrika, heute Namibia, und es war eine Siedlungskolonie. Die Siedler wurden runtergebracht. Die haben das Land von Overherero, von Nama, Nak und Nak genommen. Und die Menschen, die wurden zwangsweise in dieses Land arbeiten. Solange Straßen im sogenannten afrikanischen Viertel nach Vertretern des Kolonialismus benannt sind, so lange ist es das, was geplant war, ein Kolonialviertel. Mit der Umbenennung in Cornelius-Frederiks-Straße wird dieses Quartier ein Stück mehr zu einem wirklich afrikanischen Viertel. Ich bitte nun den Botschafter, mit mir gemeinsam das neue Straßenschild zu enthüllen. Ja.
Meuni makelema, jatigi makelema, antigi makelema, baba enkelema, horoe makelema, antigi makelema, woyo. Die Buhai, die Buhai. Pass auf, pass auf.